The following contest is scheduled for 1-4, and is for the Raw Women's Championship. Das zweite Damenmatch des Abends steht an. Und Dr. Britt Baker, DMD. Was für ein Auftritt! Ich glaube, so viel Pyro hatten wir auch noch nicht. Dr. Britt Baker, DMD. Die Zahnärztin begibt sich zum Ring. Bekommt ihre erste Titelchance hier bei Raw. Oder hier im Universe Mode. Sagen wir es besser so, wir sind aktuell ja nicht bei Raw. Das habt ihr sicherlich auch gemerkt. Ich schau mal gerade in die Statistiken. Dr. Britt Baker bestritt bisher 9 Matches, gewann davon 5 Stück, verlor 4. Ihre Gegnerin Asuka verlor ebenfalls 4, gewann aber 6 Matches. Asuka ist Championess seit dem SummerSlam, also jetzt dann auch seit 2 Monaten. Besiegte dort Mia Yim. Und trägt jetzt diesen Titel. Der ihr aber auch wirklich ausgezeichnet steht, muss man wirklich so sagen. Ja, und auf was möchte ich hinaus mit den Statistiken? Beide haben natürlich eine ähnliche Statistik. Erstmal das natürlich. Aber Dr. Britt Baker, ich habe es ja auch schon in der Matchcard-Besprechung gesagt, sie ist sehr gut reingestartet in dieses Jahr. Und dann kamen eben die ersten Rückschläge und dann ging es einfach nicht mehr so richtig bergauf, bis sie jetzt eben das Number One Contenders Match gewinnen konnte. Gegen Rhea Ripley. Und mal schauen, vielleicht kann sie auch das Ganze krönen mit dem Titelgewinn heute Abend. Aber jetzt, wer steht da eigentlich im Ring? Ja, Mike Rome weigert sich, den Namen auszusprechen. Dr. Britt Baker, DMD. Das ist die Herausforderin. Einen Titelwechsel bei den Damen haben wir heute schon gesehen, als AJ Lee gegen Bianca Belair gewonnen hat. Und das zweite Damenmatch des Abends steht an. Asuka gegen Dr. Britt Baker und direkt mit einem Heelhook, der gelöst werden muss, weil Britt Baker mit einem Bein in den Seilen hing. Whip-in von Frau Doktor und da gibt's das Knie in den Magen. Ich habe auch gerade kurz drüber nachgedacht, wie bewandert Britt Baker mit dem japanischen Stil ist. Hat natürlich bei der AEW Matches bestritten gegen Hikaru Shida, gegen Riho. Einige Japanerinnen schon hier als Gegnerin gehabt und da gibt's den Kickout nach dem Einroller von Asuka. Superkick geht daneben. Aber auch der Kick von Asuka hat nicht getroffen. Whip-in jetzt. Und Asuka wird nach oben gesetzt. Die Beine nach außen. Und das ist meist kein gutes Zeichen. Superplex. Sehr schön gezogen in die Mitte des Rings.
muss Asuka da Rücken voran. Und jetzt gibt's schon This is Awesome Chance. Alles klar. Aber ich bin sicher, die Fans meinen nicht nur dieses Match, sondern den gesamten Abend bisher. Ein großartiges Event, wie ich finde. Cardiff enttäuscht auf jeden Fall nicht. Und da gibt es die nächste Clothesline. Und dann Saito. Suplex. Fast schon Deadlift gezogen. Und Tritte hier gegen den Kopf. Hammerfist. Gefolgt von zwei krachenden Ellbogenschlägen an den Kopf. Britt Baker geht die sehr, sehr brutale Route hier und kassiert dafür den Enzuigiri in der nächsten Aktion. Vorarm von Asuka. Die Championess fightet sich zurück. War ja auch Queen's Crown Finalistin, darf man auch nicht vergessen. Und jetzt Britt Baker nimmt Anlauf und zeigt den Curbstorm. Das soll schon das Ende sein, wenn es nach ihr geht. Und eins, zwei, Kickout. Asuka mit dem Kickout. Vorarm von der Herausforderin. Zieht Asuka in die Mitte des Rings. Ich habe so eine Befürchtung, was da jetzt folgen soll. Aber Asuka wieder auf den Beinen. Kassiert dann aber diesen Springboard-Vorarm. Und Asuka weiß, glaube ich, auch, was ihr da blühen sollte, wenn sie liegen bleibt. Ja, jetzt eine Kombination hier mit dem Wurf am Ende. Und jetzt die Schläge am Boden. Da bekommt Frau Doktor ihre eigene Medizin zu schmecken. Schläge auf die Stirn. Und da muss sie sich erstmal ein bisschen erholen. Aber Asuka gibt ihr diese Pause nicht. Befindet sich auf dem Top Rope mit dem Missile Dropkick nach draußen. Aber Asuka geht in den Ring zurück. Britt Baker folgt. Nein, nur auf den Apron. Weiter lässt Asuka sie nicht. Schickt sie wieder nach draußen. Und verhöhnt sie jetzt hier noch. So, beide wieder im Ring. Und Sling Blade. Aber Asuka sofort wieder auf den Beinen. Wie gesagt, weiß, was da kommen soll. Famouser. Und Britt Baker für die Aktion, die sie plant. Sie braucht Asuka in der Mitte des Ringes. Aber die bewegt sich halt jedes Mal wieder. Aufs neue Vorarm. Das wirkt fast schon verzweifelt. Der nächste Vorarm. Aber Asuka taumelt auch jedes Mal an die Seile, bevor sie umfällt. Und jetzt haben wir das Problem hier. Beziehungsweise Britt Baker hat das Problem. Denn der Asuka-Lock. Asuka-Lock ist drin. Und die Seile sind eigentlich so nah. Die Seile so nah. Und ich glaube, sie hat einfach gerade die Orientierung nicht. Befreit sich aber auch hier aus dieser Aktion. Ja, und Asuka jetzt mit ihrer Hip Attack. Eins, zwei und Kickout. Aber Asuka lässt nicht locker. Wie ein Pitbull, der sich festbeißt. Anders kann man es gerade nicht beschreiben. Und jetzt gibt's wieder den Asuka-Lock in der Mitte des Rings. Keine Chance, irgendwie an die Seile zu kommen. Und da gibt's den Tap. Asuka verteidigt.
Da hat Britt Baker gemerkt, dass das nichts mehr wird. Dass ihr die Kraft fehlte, um wieder herauszukommen. Dass die Seile so unendlich weit weg sind. Und Asuka verteidigt ihren Raw Women's Championship. Darf sich hier feiern lassen, Britt Baker draußen. Atmet da noch durch, wir sehen es da gerade noch. Da hatte sie eine Chance, aber Asuka zeigt, dass sie hier die dominante Championess bei Raw ist. Und auf ihre nächste Herausforderin wartet. Unser nächstes Match ist dann bereits der Co-Main Event. Es geht um den World Heavyweight Championship. Bobby Lashley fordert Roman Reigns heraus. Was für ein Kracher. Ich freue mich drauf. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und ciao.